Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Diesmal Match Attacks 2017-2018. Das erste Promo-Päckchen aus der aktuellen Sportbild-Ausgabe 34. Die eigentlichen Karten kommen, glaube ich, erst am 21. September, Ende September raus. Und ja, 10-Jahres-Kollektion und das allererste Päckchen von den Karten, noch nicht im Handel erhältlich, nur in der Sportbild bisher. Und ja, ich dachte mir, wenn das kein Anlass ist, ein kurzes Unboxing-Video zu machen, was denn dann? Also, schauen wir nochmal gemeinsam rein, was wir hier haben. Also, einmal eine Promokarte, ich habe ja gesagt, eine Werbekarte. Mega-Startaktion. 1000 Multipacks gratis, Inhalt 26 Karten. Send uns ein Bild von dir und deinem ersten Match-Attacks-Päckchen 2017-2018. E-Mail kontakt@tupsfußball.de, betreff Erster. Die ersten 1000 Einsendungen erhalten ein Multipack gratis. Oh, muss ich mich gleich mal registrieren. Ab September erhält dich mit coolen Sonderkarten und über 10.000 Gewinnspielpreisen. Ja, okay. Und dann haben wir die ersten Karten. So sehen sie also aus. Also ich muss sagen, was ich ein bisschen komisch finde, ich fände es besser, wenn es unten randlos bedruckt wäre. Ehrlich gesagt, irgendwie, es sieht irgendwie aus, als ob da, weiß nicht, als ob da unten die nächste Karte hervorlugt, irgendwie, aber naja, man gewöhnt sich wahrscheinlich dran, denke ich mal. Dortmund. Oh, jetzt haben wir so verkehrt rum. Also, haben wir Müller. Nastasic, Vogt und Kimmich. Also zweimal Bayern, einmal Schalke, einmal Hoffenheim und einmal Dortmund. Ja, das ist ja erschreckend kurz, das Video jetzt, aber ja, war ja irgendwie auch zu erwarten bei einem einzelnen Booster. Aber ich habe mir gedacht, das ist also als kleine Preview, was das Booster ja auch ist, werde ich halt auch nur ein kleines Preview-Video davon hochladen. Also könnt ihr, ach genau, die Rückseite der Karten könnte ich vielleicht nochmal zeigen. Die sehen dann so aus. Hier mit diesem goldenen Banner, der ja auch hier vorne mehr oder weniger sich wiederfindet, wo dann die Werte drinstehen, ist dann hier hinten, wo der Club steht, Borussia Dortmund, 10. Kollektion und das Bundesliga-Logo, lerne das Game, www.topsfußball.de. Ja, also sehen an sich, ja, ich weiß noch nicht so richtig, also ich muss sagen, bei jeder Karte, bei jedem Kartentyp habe ich einfach immer gedacht, irgendwie, weiß nicht, aber am Ende haben sie dann doch ganz gut gefallen, wenn man sie regelmäßig gesammelt hat dann. Ich bin vor allen Dingen mal auf die Sonderkarten gespannt, auf die Club 100 Karten, die Matchwinner Karten, Starspieler oder so irgendwas, was es da alles geben wird an besonderen Karten. Und vor allen Dingen auch, wie die limitierten Karten aussehen, die wo ja auch dann demnächst auch bekannt gegeben werden müsste, wann da die ersten drin sind. Ja, also ich bin gespannt. Wie gefallen euch die neuen Karten? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Unboxing-Video. Macht's gut, Leute. Tschüss.